Willkommen meine Lieben zu einem neuen Video von mir. Diesmal recht kurzfristig hintereinander. Ja, ihr seht, ich möchte mich unbedingt wieder bessern. Ich habe einen kleinen Co-Moderator oder Moderatorin, ne? Mein Kätzchen. Ja, wieder entschuldigt die schlechte Lichtqualität, aber es regnet und es ist wieder nass und es ist bäh und ich war jetzt an vielen Orten in der Wohnung und es wird einfach nicht besser mit der Qualität. Also das ist das Beste, was ich euch hier zaubern kann. Was möchte ich euch zeigen? Ich möchte euch einen kleinen DM-Haul von mir zeigen. Das ist eine Zusammenfassung von zwei kleinen Shoppingtouren. Ich habe ja gesagt, ich will mich eigentlich ein bisschen zusammenreißen, weil ich schon so haufenweise Zeugs habe. Aber es gibt halt, ihr wisst das, manchmal Sachen, an denen kann man einfach nicht vorbeigehen. Ne? Ja, zum Beispiel, fangen wir gleich mal an, warum ich eigentlich gestern im DM war. Und zwar geht mein Make-up alle. Und ja, ich gehe ja meistens in DM und nicht zu Rossmann. Und ich hatte ja jetzt das Rival de Loupe, hatte ich euch ja auch gezeigt. Alle gemacht. Und mein Kiko ist jetzt auch fast alle. Also ich brauchte was Neues. Und da habe ich mich entschlossen, von P2 das Ultramatt Make-up auszuprobieren. Ja, das müsstet ihr eigentlich ganz gut sehen können. Jawohl. Na, das ist die hellste Farbe, das ist die 010. Sieht man es irgendwo? Ne, hier sieht man es jetzt nicht. Doch, hier. Haha, gefunden. Ich finde alles, wenn ich suche. Da steht die 010. Das ist also der hellste Hautton. Mal sehen, ich habe ein bisschen Schiss. Das sieht mal ein bisschen dunkel aus, aber ich habe es eigentlich ausprobiert. Ja, was denkt ihr? Zu meinem Leichentor? Ja. Mal sehen, 2,75 hat es. Halt, ich hab einen Kassenzettel eingesteckt. Ja, Moment. Hat mich gekostet, es hat mich arm gemacht. Ja, das habe ich noch gelogen. Es kostet 4,95 Euro. Und ja, ich möchte es mal ausprobieren. Es roch mir ganz angenehm. Das ist für mich immer wichtig bei Flüssig-Make-ups. Deswegen habe ich die immer früher nicht benutzt, weil die auch ganz ekelhaft gestunken haben. Aber mittlerweile riechen die meisten wirklich nach Creme. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde berichten. Ja, also wie gesagt, ich hatte es nur noch nie. Wer es vielleicht von euch schon kennt, kann es mir ja in die Kommentare schreiben. So, dann brauchte ich neue Creme. Meine Creme ist alle. Und auch da teste ich für mich was Neues, und zwar von Balea, die Intensivnachtcreme. Beruhigt die Haut, ist für Mischhaut mit Fruchtsäure Säure und Aloe Vera. Wie gesagt, kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich wollte halt wirklich, ich habe wirklich mal Balea Shopping betrieben, also die Creme von Rival de Loupe, die kenne ich schon ganz gut, mit der komme ich auch prima klar. Und ich dachte, Vergleich machst du mal Balea. Die gute Creme hat mich gekostet... Nicht, doch, da. 1,95 Euro. Ja, da sind 50 Milliliter drin. 50 Milliliter und... Ja, ich bin ja gespannt. Ich war ja jetzt mit der, werde ich euch im nächsten Aufgebraucht-Video zeigen, aber ich war ja jetzt mit dem Feuchtigkeitsgel, war ich ja noch nicht so zufrieden. Mal sehen, wie es mit der hier ist. Und wer mir eine Nachtcreme kauft, kauft man auch meist eine Tagescreme. Und zwar habe ich dann nun von Balea die Tagescreme mit Urea. Die hat mich gekostet 2,75 Euro. Das war das mit den 2,75 Euro, was ich euch vorhin schon weiß machen wollte. Da sind nun auch 50 Milliliter drin. Ja, genau, hier. Ist beides, wenn ich das sehe, nicht vegan. Nee, die haben das nicht mit dem vegan. Nein. Aber es soll halt intensiv Feuchtigkeit spenden, was ich auch ganz dringend brauche. Und vermindert Spannungsgefühle für sehr trockene Haut. Bin gespannt, auch hier werde ich berichten. So, dann bin ich einer Empfehlung von der lieben Foxy Fox gefolgt. Und zwar hat sie mir empfohlen,
den Augen-Make-up-Entferner von Balea, den ölhaltigen. Soll sehr gut sein, weil ich hatte ihr erzählt, ich habe immer den von Essence, den habt ihr bei mir auch im letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Und weil ich mit dem immer sehr zufrieden bin, hat sie zu mir gesagt, Mensch, probiere mal den von Balea, der ist auch gut. Sie schwört auf den. Mal sehen, ob ich den auch schwöre. Ihr seht ja, also mit Make-up im Auge oder am Auge bin ich sehr intensiv. Also wollen wir doch mal schauen, wie es funktioniert. Ich bin gespannt. Denn diese Woche hält meiner von Essence jetzt noch, dann ist er nämlich auch leer. So. Und dummerweise, ja, ich konnte es nicht lassen, obwohl ich schon eine Million, eine Milliarde, was weiß ich, wie viele habe. Ich habe einen Nagellack gekauft. Und zwar heißt der Graffiti. Und zwar ist das ist ein Topcoat aus der neuen Be My, was? Also er heißt Be My Town Homie. Ach, wie heißt denn diese neue Serie bei der ist aus der ganz neuen Essence-Serie. Ich weiß es aber nicht mehr, wie er heißt, genau. Und jedenfalls, so mit der Tüte abholen, und jedenfalls hier so schöne viele Glitzer und Glitterpartikelchen und ach ja, der. So, der Rest hat mir eigentlich nicht so ganz zugesagt aus der Reihe. Aber ich habe auch noch nicht drauf. Guck mal, das sieht ja geil aus. Ich habe vor allen Dingen gerade schön hellen Nagellack drauf. Mal sehen, ob ich es euch richtig schön swatchen kann. So. Mal gucken, ob ihr es schön seht. Ja, hier, das glitzert und das funkelt und oh, herrlich, sehr schön. Was für mich. Topcoats habe ich ja sehr wenig. Ich werde euch wohl demnächst mal, dank meiner lieben Foxy auch wieder, ne, werde ich euch wohl dann endlich mal ein Video zu meiner Nagellacksammlung drehen können. Ich habe einfach keine Swatch-Räder bekommen, damit ich Nagellack, also Nagelräder, damit ich einen Nagellack swatchen kann. Ich bin 100.000 Mal in Teti gerannt, nix, gar nichts, immer wieder waren sie schon weg oder. Ich habe keine Ahnung, und im Internet bestellen, das ist nicht so ganz mein Ding. Und, aber Gott sei Dank hat es meine liebe Foxy wohl günstig gekriegt und sie schickt mir ein paar. Ich danke dir. Danke, 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 danke. Da kann ich euch dann endlich auch mal zeigen, was ich alles, dass ich in Nagellack ertrinke. Es ist furchtbar. Deswegen, eigentlich ist es sehr schlecht, was ich getan habe. 1,75 kostet er, und aber wie gesagt, er sieht so niedlich aus. Das, ich finde, das sieht so, so knuffig aus. Kann man das richtig schön sehen? Ist doch herrlich. Und das mit einmal auftragen. Also ich finde, man hat ziemlich viel Glitter. Ich bin jetzt nicht zwei, dreimal drüber. Also, ja, ich finde es schön. Vor allen Dingen bei so hellen Nagellack, das. Silvester kann kommen. So, das war das, was ich nun halt gestern gekauft. Ach nein, was ich noch gekauft habe. Dieses hübsche Täschlein. DM hat ja immer so wechselnde, süße. Mehrwegtaschen. Die ist jetzt zum Beispiel von Dein Bestes. Das gefiel mir so mit den Hühnchen und den Kätzchen. Ist eigentlich im Grunde, bis auf den Vogel, sind das genau alle Tiere, die ich auch habe. Von daher musste sie einfach mit. Ich fand die so süß. Der Hund, der guckt auch so knuffig. Ne? Und deswegen, und die hat 75 Cent gekostet. Ne? Also ich kaufe die gerne, die Tüten. Ich habe auch eine von P2 und finde die niedlich. So, und jetzt zu dem, was ich vor 3 Wochen gekauft habe. Das ist jetzt nicht so viel. Und zwar habe ich, das ist alles schön überklebt, von Catrice ein Mono-Eyeshadow erstanden. Und zwar heißt er Nomadic Trashes. Ah, jetzt könnt ihr es bestimmt lesen, da oben links von euch gesehen. Na? Und ja, ich habe ihn halt reduziert bekommen, deswegen habe ich ihn mitgenommen für 1,75. Ich finde die Farbe auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so richtig schön sehen könnt. Wie gesagt, meine Scheißlichtverhältnisse sind eigentlich zwei Farben. So Kupfer.
Kupfer und Bronze. Selbst wenn ich euch den jetzt... Naja, das wird er nicht sehen, den Swatch. Nee. Aber wie gesagt, er sieht sehr, sehr hübsch aus. Den habe ich mir jetzt eigentlich für einen Herbst gekauft, aber ich hänge immer noch halt an meiner Schrottpalette und ich werde jetzt auch an einer neuen Aufgebraucht-Challenge teilnehmen, die liebe Foxy Fox wieder veranstalten wird. Und da nehme ich wieder dran teil. Also wir suchen uns jetzt hier ein paar Produkte raus, die wir bis zu einer bestimmten Zeit, also wir wollen bis Ende November, wollen wir die aufbrauchen und mal sehen, also zu dritt sind wir schon, mal sehen, wer mehr schafft. Die zeige ich euch dann auch noch, das wird danach auch das nächste Video. Ja, also die Farbe ist wunderschön und hat mir sehr gut gefallen. Musste dann halt doch mit, weil ich ja wie gesagt so einen Haufen Zeug eigentlich habe. Dann eine Premiere für mich. Und zwar ein Lippenstift von P2. Ich habe auch noch einen. Die waren auch im Ausverkauf. Also die habe ich für 2,95 bekommen. Und sind das zwei Nude-Töne. Dieser hier ist der 020 Soft Apricot. Ja, die 20 könnt ihr lesen, das Apricot nicht. Nee, ich würde einfach nicht. Ja, Soft Apricot auf jeden Fall. Und ich fand, es ist eine richtig schöne Farbe. Nicht zu aufdringlich. Und also hatte ich mich sofort drin verliebt. Weil ich jetzt wirklich zusehen will, ich kaufe eigentlich meist jetzt wirklich nur noch helle Lippenstifte, weil ich doch wirklich immer lieber stärkeres Augen-Make-up habe als starken Lippenstift. Mal sehen, also er fällt sich. Also riechen tut er jetzt so nach nichts, aber er fühlt sich sehr schön an. Auf den Lippen, kann ich nur sagen. Also nicht schlecht. Ja, so sieht er getragen aus. Also ich muss sagen, fühlt sich sehr gut an auf den Lippen. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe noch einen gekauft. Und zwar, bisschen vorsichtig, da ist dann aber doch ein kleinen Zacken dunkler. Und zwar ist das die 040 Soft Caramel. Ich weiß noch nicht, ob die aus dem Sortiment gegangen sind. Ich habe, hier sieht man DM, auch 2,95. Das weiß ich nicht. Ich habe nur nicht noch an der P2-Theke geguckt. Vielleicht gibt es die auch noch. Sieht dann so aus. Also wie man sieht, der ist dann schon dunkler als der andere. Aber es sieht huch, ist auch noch ein bisschen abgeknickt. Jetzt so richtig. Es sieht eigentlich mehr aus wie... komme ich nicht drauf. Rosé. Ach, hat sogar Glitzereffekte drin, habe ich gerade gesehen. Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Altrosa, jetzt habe ich es. So ein bisschen Altrosa sieht es mehr aus. Aber auch der fühlt sich sehr schön an. Und wie gesagt, es ist meine absolute Premiere von P2, habe ich so noch gar nichts. Was so die dekorative Pflege betrifft und auch das Make-up, das war jetzt das erste Mal, dass ich das gekauft habe. Mal sehen, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, anfühlen tut er sich gut. Sieht auch nicht aufdringlich aus, lässt sich sehr hübsch auftragen. So, und was ich noch gekauft habe, eigentlich ein bisschen mehr aus Trotz. Zwei Nagellacke von Essence. Der eine heißt Give Me Nude Baby, und zwar der, das ist weiß, mit Glitterpartikeln drin, und der hier heißt Femme Fatale, ist weiß, mit Glitterpartikeln drin. Deswegen sage ich, ich habe es aus Trotz gekauft. Ich sehe an diesen beiden, obwohl sie zwei unterschiedliche Namen haben. Ich sehe einfach keinen Unterschied.
Also ihr seht das jetzt sowieso nicht bei eurem, bei meinen miesen Lichtverhältnissen hier, aber ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied sein soll. Also, ja, Tabs. Entschuldige, Mäuschen. Es sieht absolut gleich aus. Ich meine, wenn ich jetzt hier gucke, es sieht aus, als ob der eine ein bisschen rosé schimmern würde. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe eben jetzt halt noch nicht dran rumgekrabbelt. Sieht beides sehr nett aus, sehr schön aus. Das kann ich einfach mal, ich meine, ich sehe es nicht, weil ich eh anderen Lack noch drauf habe. Also der ist auf jeden Fall total transparent, den sehe ich jetzt gar nicht. Dadurch, dass ich eh sowieso hellen, ja, sieht man jetzt eigentlich gar nicht, dass ich den jetzt da drauf geschmiert habe. Ja. Weil ich eh so ein Weiß-Aprikot gerade drauf habe. Das passt jetzt eigentlich schön zu dem Lippenstift. Also ich muss sagen, jetzt so beim drüber lackieren über eine andere. Also so, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Macht das Essence, ja? Nennen die einmal eigentlich den gleichen Nagellack in zwei verschiedenen Namen? Ich habe auch schon gedacht, dass es einfach nur verkehrt etikettiert wurde. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls war das mein kleiner Haul. Mehr habe ich nicht. Das war's. Also, wie gesagt, ich reiße mich immer jetzt ganz dolle zusammen, weil ich eigentlich immer froh bin, mal was alle zu haben. Und ich habe jetzt einen Lipgloss leer und habe aber zwei neue gekauft. Also, irgendwie ist das eigentlich genau das Gegenteil, was man ja erreichen möchte, ne? In dem, was alle werden soll. Also, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und wir sehen uns sehr bald wieder. Wie gesagt, ich muss mir ja jetzt ein kleines Körbchen zusammenstellen mit meinen Produkten, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Und auch am Wochenende wird jetzt mein versprochenes Pinky-Eis kommen. Da ist das, was jetzt hier blau ist dann schön pink. Ja. Bis dahin, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Loki. Ciao.